geelitierte Luftgewehrschützen und Schützinnen aus Deutschland und Österreich traf am 30. Oktober 2011 im wunderschönen Münster in Tirol zusammen, um mit dem Superfinale den besten Schützen oder die beste Schützin zu küren. Der Preis: ein nagelneues Steyr Luftgewehr. Der Wettkampftag verlief von der ersten Minute an überaus spannend. Deutschlands Frauen waren so richtig in Schusslaune. Sonja Pfeilschifter beendete den Wettkampf schneller als gewohnt und schoss 399 Ringe. Der Ausrutscher eine 9,9. Noch besser erging es Beate Gauss. Sie schoss komplett fehlerfrei und beendete mit dem Punktemaximum von 400 Ringen den Wettkampf. Da fragen wir uns freilich, wie oft trifft Beate 40 mal die 10? Ach, das geht eigentlich schon relativ oft, sage ich mal, aber unter dem Druck ist natürlich immer noch mal was Besonderes. Bei den Männern war Julian Justus mit 397 Ringen der stärkste Mann. Ist Julius mit seinem Ergebnis zufrieden? War ganz okay, 2,99 am Anfang gehabt, bisschen Pech gehabt und dann eine 9,3 oder 9,4 glaube ich gehabt, der war mutwillig geschossen, aber sonst war es ganz okay. Das heißt, du hast noch alle Chancen offen für Superfinale. Ja, schau, vielleicht können wir einen Lucky Punch setzen. Auf österreichischer Seite waren die Ergebnisse eher verhalten und so gewann Deutschland den Länderkampf mit 30 Ringen Vorsprung. Im Finale war dann die Spannung nicht mehr zu überbieten. Bereits bei den Junioren füllte sich die Sporthalle bis zum letzten Platz und alles schaute gespannt auf die Schützen. Am Ende stand der Deutsche Andreas Geutner der 15-jährigen Zillertalerin Nadine Ungerank gegenüber. Die Halle in Münster bebte. Nadine war bereits 2 Punkte hinter Geutner und schaffte dann doch noch mit 6:5 einen verdienten Sieg. Ebenso spannend war es bei den Frauen. Schoss doch Lisa Ungerank im Halbfinale die im Grunddurchgang fehlerfreie Beate Gauss aus dem Bewerb. Kaum zu glauben. Zuerst legte eine der weltbesten Schützinnen das Maximum von 400 Ringen hin und dann das aus. Nun lautete die Finalbegegnung Sonja Pfeilschifter gegen Lisa Ungerank. Und Lisa Ungerank forderte die routinierte Pfeilschifter bis zum Gleichstand. Im entscheidenden Finalschuss legte Ungerank eine 10,5 vor und das Publikum war bereits außer sich. Trotz tobenden Applaus blieb die siebenfache Weltmeisterin Sonja Pfeilschifter ruhig. Und schoss die entscheidende 10,6. Das war der Sieg bei den Damen. Thomas Farnik, Olympiateilnehmer in London 2012, schoss im Grunddurchgang nur 394 Ringe und belegte damit den enttäuschenden 5. Rang. Thomas war mit seinem Ergebnis sichtlich nicht zufrieden. Mittelprächtig. Am Anfang ein bisschen zu viel Risiko genommen. Die letzten 25 Schüsse waren dann allerdings sehr gut. Im Viertelfinale treten die 8 besten Männer in Zweierteams gegeneinander an. Wer zuerst 6 Punkte hat, steigt in das Halbfinale der besten 4 auf. Im Halbfinale konnte sich dann Thomas Farnik doch gegen Julian Justus mit 6:3 durchsetzen und der Vorarlberger Thomas Mattis gewann gegen Stefan Reichhuber mit 6:2. Somit lautete das abschließende Herrenfinale Thomas Farnik gegen Thomas Mattis, welches der fünffache Olympiateilnehmer Thomas Farnik mit 6:4 gewann. Das Superfinale. Hier sehen wir einen Krimi der Sonderklasse. Mann gegen Frau. Der Österreicher Thomas Farnik gegen die deutsche Ausnahmeathletin Sonja Pfeilschifter. Es war ein Kampf auf Augenhöhe, aber die siebenfache Weltmeisterin war dann doch immer wieder einige Zehntelringe voraus. So kam es schließlich zum Punktestand von 5:3 für Pfeilschifter.
Um eine letzte Chance zu wahren, musste Fahnig den nächsten Punkt machen. Scheinbar emotionslos legte Fahnig eine satte 10,5 vor. Stille im Saal. Pfeilschifter, die immer nach Fahnig abdrückt, scheint völlig außer Raum und Zeit zu sein. Ein letztes unbewusstes Zucken ihrer Gesichtsmuskulatur. Somit erhielten beide einen Punkt und Sonja wurde mit 6:4 Punkten Siegerin des Steier-Superfinales Mann gegen Frau. Ich bin um Jahre gealtert, glaube ich jetzt. Der Tiroler Landesoberschützenmeister Dr. Platzgummer war von dieser innovativen Veranstaltung sichtlich begeistert. Ich kann einfach nur sagen, toll, mir fehlen fast die Worte. Es wurden Wege aufgezeigt, wie der Skisport den Leuten näher gebracht werden kann, dem Publikum, das sich nicht jeden Tag mit dem Skisport auseinandersetzt und lebt da mit, bekommt sofort mit, wer ist vorne, wer führt, wie baut sich die Spannung auf. Und damit haben wir einen ganz tollen Tag erlebt und ich glaube, einen Tag erlebt, in dem wir Skisport neu gedacht haben. Und das ist wichtig und ich kann der Gilde Münster und dem Tiroler Landesschützenbund damit nur gratulieren, als dass eine seiner Gilden so eine Leistung heute vollbracht hat. Landesschützenmeister Friedel Anrein von der Schützengilde Münster hat in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesschützenbund und dem ÖSB diese Veranstaltung organisiert und ins Leben gerufen. Friedel Anrein zieht zufrieden sein Resümee. Ja, gewaltig. Es ist einfach praktisch alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen habe, dass man einfach den Skisport von der schönsten Seite zeigen kann. Das ist, glaube ich, heute geglückt in einem Ausmaß. Ja, im Traum war es schon so drin. Aber dass das Realität wird, das habe ich mir echt nicht gedacht. Das Publikums- und auch das Medieninteresse war ja wirklich sehr, sehr beträchtlich. Hast du mit dem gerechnet? Ich habe mir schon gedacht, dass dieser neue Modus einfach wahnsinnig gut ankommen wird und dass der einschlagen wird wie eine Bombe.